Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt kommt noch ein kleines Abspannvideo vorerst zum Thema Bus-Simulator. Nämlich, ich fahre jetzt heute nochmal Bus und zwar, wir fahren heute mit verschiedenen Bussen. Ich wollte schon immer mal so einen Doppeldecker hier fahren. Oder einen Moment, ich nehme doch einen anderen Bus. Nämlich den Iveco Ökobus gibt es auch als Doppeldecker. Den fahren wir jetzt einfach mal. Route 5. Ich bin mal gespannt, wie der Iveco Ökobus als Doppeldecker ist. Also der normale Iveco Ökobus war gut, nur die Bremse war scheiße. Ich bin bei jeder Haltestelle rausgefahren. Aber testen wir es mal. Ja, so sieht ein Iveco Ökobus ganz typisch von innen aus. Das sieht man schon hier an der Innengestaltung. Aber fahren kann man schon gut mit ihm. Und die Bremse, ach, die Bremse ist immer noch scheiße, aber das geht schon irgendwie. Okay. Ja, Fahrgäste kommt alle schön rein. Mach mal die Tür jetzt zu und fahren los. Ich ändere die Lautstärke jetzt nicht mehr. Ja, und auch das Motorgeräusch ist das typische Motorgeräusch von einem Iveco Ökobus. Ach, die Bremse kommt, die nervt mich so hart. Ich muss jetzt immer früher bremsen, sonst fahre ich hier an jeder Haltestelle raus. Aber ich finde, der Iveco Ökobus, der sieht schon krass aus. Ich mache jetzt ein Foto von dem. So. Okay, Leute, also das ist nichts. Ich werde auf jeden Fall den Bus wechseln. Ich kann mit diesem Bus nur schlecht fahren wegen der Bremse. Ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich mit einem Setra-Bus, denn ich finde, die Setra-Busse lassen sich auch noch ziemlich gut fahren. Also dort ist die Lenkung zwar scheiße, aber dafür ist die Bremse dort gut. Probieren wir es mal so rum. Lenkung scheiße, Bremse gut. Oh, ich habe den Schulbus gerade eben freigeschalten. Wollen wir nicht doch lieber mit dem eine Runde fahren? Aber nur, ja, hier. Das ist der Schulbus. Das ist jetzt zwar ein altmodischer Bus, aber mit dem würde ich gern mal fahren. Also nur die Runde 1 jetzt. Das interessiert mich jetzt einfach mal. So sieht der aus. Der Bus, der hat eine Tür. Nur. Ja, und auch ein typischer Dieselmotor für einen Bus und den hört man auch. Ja, schöner Bus. Mal gespannt, ob sich der Bus auch so gut fahren lässt. Also die Lenkung ist schon mal gut. Ja gut, die könnte schon besser sein. Ja, na, die Lenkung ist doch nicht gut. Ich nehme es zurück. Aber dafür ist, also der Motor ist gut. Und die Bremse ist auf jeden Fall auch besser. Oh, ich bin ganz knapp vorm Ziel. Jetzt steigen hier ein paar Leute ein. Keine Schüler. Es wäre auch zu schön, weil in den Schulbus gehören normalerweise Schüler. So, Linie vorbei. Wir fahren noch eine Runde am besten, weil das war jetzt eine gute Fahrt, aber auch eine kurze Fahrt. Also Runde 2 fahren wir doch mal nachts. Da unten kann man das ändern, ob man tagsüber nachts oder nachts fahren will oder ob es draußen regnen soll oder nicht. So. Okay, nachts fahren selbstverständlich keine Schüler. So Leute, wir wechseln jetzt wieder den Bus. Jetzt fahre ich mit einem MAN Lion City Gelenkbus nochmal. Ich zeige ihn euch, so sieht der aus. Okay, achte Linie fahren wir. Der hat viele Türen, der Bus. So sieht der von außen aus. Eigentlich ein schöner Bus, ja. So,
Also, ich bin mal gespannt, wie der sich so steuern lässt. Also, bis jetzt eigentlich ganz gut. Ja, gut, so viel Speed hat der jetzt natürlich nicht drauf, der Bus. Aber braucht er auch nicht. Die Lenkung ist gut, denn es ist ja auch ein Gelenkbus. Okay, ich mach mal diese Sicht hier. Ah, oh Mann, jetzt habe ich die hintere Tür geöffnet und jetzt sind die so dumm und gehen da auch noch hinten hin. Das machen die immer so. Okay, fahren wir weiter. Ich kann jedem dieses Bus-Simulator-Spiel empfehlen. Es heißt Public Transport Simulator. Findet ihr im iOS App Store und im Play Store bei Samsung. Kostet nichts, verbraucht nicht viel. Speicher! Scheiße, da ist gerade ein Fußgänger über die Straße gegangen und ich habe den nicht gesehen. Leute, das gucken wir uns nochmal an in Zeitlupe. Jetzt also nochmal in Wiederholung. Mein Gott, habe ich mich erschrocken. So Leute, nach diesem Schock müssen wir erstmal weiterfahren. Also sowas ist mir echt, glaube ich, noch nie passiert, dass da irgendein Fußgänger einfach smits über die Straße läuft und ich das nicht sehe. Sowas sollte auch nicht passieren eigentlich. Ah, jetzt geht's. Ich dachte schon, machen wir mal die hinteren zwei Türen auch auf. Jetzt ist jede Tür im Bus auf. Sieht doch ganz schön aus eigentlich. Na, natürlich steigen die Fahrgäste alle hinten ein, ist ja logisch. Ja, komm, ich möchte jetzt weiterfahren. Oh Gott, und die ist so. Die muss natürlich vorne aussteigen. Egal, wir fahren weiter. Mal sehen, was uns noch so Spannendes auf der Tour erwartet. Ja, ich weiß, dass ihr aussteigen wollt. Es gibt auch Fahrgäste, die drücken keine Ahnung wie oft auf den Stoppknopf. Also zum Glück gibt es nur einmal das Stoppsignal bei mir vorne. Oh, hier ist schon die Haltestelle. So, ich weiß nicht, ob die Tür in diesem MAN Lion City Gelenkbus auch spinnt. Wir testen es gleich mal. Da geht's nämlich gleich bergauf. Speicher! Scheiße, da ist gerade ein Fußgänger über die Straße gegangen und ich habe den nicht gesehen. Leute, das gucken wir uns nochmal an in Zeitlupe. Speicher! Scheiße.